Hallo und willkommen zurück bei Rimworld. Boah, jetzt hätte ich schon fast Fallout oder sowas gesagt. Ich bin nämlich ein bisschen durch, kann man sagen. Und zwar mal zu gucken hier, wie ist ja die Zeit? Wir haben gerade Time, wir haben 6:30 Uhr. Ja, morgens. So, ich war jetzt die ganze Nacht wach. Ist eigentlich ja nichts Besonderes, ne? Mache ich ja bei Nachtschicht nach der zweiten öfter. Aber es war doch etwas Besonderes, denn ja, für mich war ein Event, ja, für manche andere ist halt die WM jetzt ein Event, für mich ist die total uninteressant. Aber die E3 ist ja, ne, das haben vielleicht die ein oder anderen mitbekommen. Und ich bin halt so ein Typ, ja, wenn ich dann von der GameStar so einen Stream sehe, wo die dann über die E3 berichten, oh ja, dann gucke ich mir den an. Und dann gucke ich mir den zu Ende an. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar ging der Stream ein bisschen lang. Ne, gestern lief ja also der erste Tag habe ich auch schon geguckt. Die EA-Pressekonferenz war da. Die habe ich mir auch schon reingezogen. War ja okay, ne? War ja zeitlich noch okay. Was mit denen los? Ach, die machen eine Party. Mann, die ist einfach eine Party. Ja, ich war nicht eingeladen. So sieht's also aus. Verstehe. Befüllt mal hier die anderen Tanks. Wow! Ah, ich sehe schon, mein Stuhl geht kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Da ist gerade meine Rückenlehne noch etwas weiter nach hinten gegangen. Die ist schon extrem krass weit nach hinten. Die brauchen mehr CO2. Was ist denn los? Also hier ist noch voll. Hier kommt nichts an. Hier ist voll. Hier nicht. Der wird hier wahrscheinlich gerade vollgeballert. Ne, wo geht denn der ganze CO2 jetzt hin? Haben wir irgendeine Undichtigkeit? Leute, hier kommt nichts an, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Hier muss O2 hin. Ballern die hier alles weg? Kommt hier alles drin? Machen wir mal zu. Na, endlich, Party vorbei. Komm, mach den zu jetzt. Kommt hier wieder was an? Muss das System aufgeballert werden? Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ist hier drin kein Sauerstoff mehr? Ja, geh mal duschen. Macht ein neues Geräusch, kann das sein? Also die ballern ganz normal rein. Der hier ist noch voll. Wo geht das Sauerstoff hin? Na, hier kommt jetzt was an. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Sauerstoff. Auf jeden Fall mehr. Mehr, 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 mehr. Mehr, 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 mehr. Bup. Bup. Reicht. Ja, die müssen jetzt natürlich, das muss hier jetzt ein bisschen extended werden, ja. Oh Mann. Das wird nicht reichen. Ich muss jetzt Stockball noch ein bisschen erweitern. So, reicht jetzt aber, oder? Ach komm, wir knallen den rein, wir knillen hier weg, so zack, Ding, fertig. Weggeballert. So, bauen jetzt. Leute, bauen jetzt, habe ich gesagt. Ach so, können ja gar nicht bauen. Sorry. Guck mal, die Dinger können auch noch kaum auffüllen. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Ich muss niesen. Ich bin vielleicht total verwirrt deswegen, ne? Weil kaputt, kein Schlaf und sowas, ne? Also passiert, ja. Aber. Ach so, nee, du wolltest pennen gehen? Sorry, Jugulias. Ja, zieh ich wieder aus. Dann kannst du den jetzt wieder anziehen. Nee, was auf jeden Fall. Wo war ich? Nee, ich bin total durch, ne? Auf jeden Fall würde ich jetzt. Ach ja, könnte jetzt eigentlich ja danach pennen gehen. Könnte man meinen. Kann ich aber leider nicht. Denn ich bekomme halt.
meinen Zaun, also meinen neuen Zaun für den Garten, ja. Problem war, als sie mir gesagt haben, dass sie heute kommen, das war vor einer Woche oder sowas, hieß es, die kommen heute. Ich sagte, ja, okay, kein Problem. Da wusste ich noch nicht, dass die E3 ist. Sondern habe ich dann als erfahrener Nachtschichtler und erfahrener Gamer, der auch LAN-Partys gewohnt ist, mir dann gedacht, okay, guckst du mal E3, wenn es kacke wird. Mir geht's halt pennen. Dann habe ich mir gedacht, so, weil war eigentlich ganz cool so. Ich habe gedacht, okay, ist eigentlich ganz cool so. Komm, bis Nachtschichtler, bis 5 Uhr ist ja sowieso easy, ja. Ja, als dann 5 Uhr eben erreicht war, habe ich gedacht, ja, okay, scheiße, was machst du denn jetzt? Wirst ja doch langsam müde. Ach komm, bist erfahrener LAN-Party-Mitmacher, ja? Kriegst du hin. So, dann habe ich nochmal gecheckt, wann die denn so kommen wollten. Und dann ist mir aufgefallen, okay, zwischen 8 bis 14 Uhr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hoffen wir, dass die um 8 Uhr kommen, ja? Denn wie sieht nämlich der Rest des Plans aus? Der Plan ist jetzt, ja, ne? Aufnehmen. Dann kommen die hoffentlich, dann kann ich pennen gehen, ja. Und dann geht's ja heute auch schon direkt weiter mit der E3, ja. Wann geht der Stream von der GameStar los? 17 Uhr wieder, 18 Uhr, keine Ahnung. Ja, da muss ich spätestens wieder komplett fertig sein, ja. Also, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Dann bin ich dabei, ne. Also, das ist ein Event. Man riskiert ja sonst nichts im Leben, ne. Ich habe auch schon den Punkt erreicht, dass ich keine Cola mehr trinken will, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Cola habe. Ich habe mir irgendwie schon 3 Flaschen oder so reingezogen. Also die kleinen jetzt, nicht diese 1-Liter-Dinger, ja. Also hier diese Glasflaschen hier, da. Was ist das, 0,3 oder so. Und irgendwann hast du halt keinen Bock mehr auf Cola, ne? Passiert. Ja, gestern EA. Die war ein bisschen enttäuschend, also die war nicht sehr cool. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Also alle die Pressekonferenzen selber noch gucken wollen und nichts vorher abwissen wollen, die schalten jetzt einfach raus, ist mir egal, ja. Und die, dass sie aber weiter gucken wollen, aber es auch nicht gucken, also auch nicht, die aber auch die Pressekonferenz gucken wollen, ohne irgendwie was gespoilert zu bekommen. Ja, dann gucken die jetzt die Pressekonferenz und danach gucken die mein Video, ganz einfach. Ja. So, aber wen es scheißegal ist, kann ich einfach weiter gucken. Ich werde nämlich jetzt ein bisschen was erzählen über Spiele, wo ich ein bisschen enttäuscht bin und die mich richtig gefeiert haben. Also für mich gestern, theoretisch vorgestern, heute ist dritte Tag, also ich nehme jetzt gerade, wobei die kommt ja heute um 0 Uhr raus. Die Folge hier kommt heute, Also ich nehme gerade auf, nach dem zweiten Tag der Pressekonferenz, ja, also Bethesda Pressekonferenz ist vorbei, heute Abend kommt, so viel ich weiß, Sony, bin ich mir aber auch nicht mehr so sicher, ich habe schon wieder vergessen, was heute kommt. Also das heißt, wenn dieses Video kommt, war, glaube ich, die Sony gerade, ist die gerade fertig, oder? Aber dann kommt ja danach, glaube ich, heute noch eine andere. Keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall bei der EA muss ich mal gerade überlegen, was war denn EA überhaupt für ein Titel, der mich jetzt noch so irgendwie, den ich geil fand? Muss ich gerade ernsthaft überlegen? Ist schon wieder so lang her, vielleicht bin ich auch einfach nur scheiße müde, ja? Kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht, ja? Und wir werden es vielleicht auch nicht erfahren. Wieso füllt das Ding nicht ab? Ich meine, jetzt ballern wir hier schon so viel. Verstehe. Stromkabel ist da. Die gehen alle pennen. Was macht eigentlich Dinom den ganzen Tag? Ach, der reinigt auch. Nee, Dinom, nee, du bist jetzt nicht zum Saubermachen da, ja? Du darfst bauen. Hier die Dinger am besten. Also ja, ja gut, dann bau hier unten. Nee, bau nicht hier unten. Nee, wir priorisieren jetzt nicht. Ach, bau wo du willst, ist mir gerade egal.
Nee, was war denn bei EA? Ja, die haben coole Sachen angekündigt für Battlefront 2. Da muss ich wahrscheinlich noch mal reinschauen. Ne? Da kommt jetzt bald Clone Wars, sind sie jetzt dran. Ne? Nach diesem Han Solo-Zeug kommt jetzt ja auch zuerst. Dann kommt irgendwann Clone Wars. Das ist ja von den Fans immer noch am meisten gesehen wollen, haben wollen. Das wird kommen. Paar coole Helden. Ja, Grievous, Obi-Wan, Count Dooku und Anakin. Das heißt, man kann Darth Vader und Anakin spielen. Das ist not bad. Was war da noch EA? Ja, EA hat Battlefield hat heute mehr gezeigt. Ne, aber Battlefield kommt. Ja, Battlefield bekommt ein Battle Royale. Ja, war ja obvious, dass das kommt. Hat ja heute jedes Games. Ja, also ein Spiel heutzutage ohne Battle Royale ist kein Spiel mehr. Ich hasse Battle Royale über alles. Just saying. Wenn so, kann ich auch sagen, heute war ja Microsoft, ja, beziehungsweise die haben es ja dann als Xbox verkauft, aber eigentlich war es ja Microsoft. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe die ganze Zeit auf Age of Empires 4 gewartet, kam nicht. Und dann habe ich schon hier bei GameStar immer in den Chat mal reingeschrieben, ne? Ja, es kommt gleich, Age of Empires 4 kommt gleich und das Erste, was die ankündigen werden, war wahrscheinlich Lootboxen, Mikrotransaktionen, ja. Und ganz wichtig, es wird ein Battle Royale Age of Empires Modus geben, ne? Natürlich, also zum Spaß halber, wenn das wirklich kommt, dann bringe ich mich um oder sowas. Kam ja dann zum Glück nicht, ja. Was heute aber noch kam, was ich richtig cool fand, war Dying Light 2. Ja. Bin ich echt gespannt, wie das wird. Es wird ein bisschen anders, wenn ich das richtig verstanden habe. So richtig mal mit Story und Entscheidungen, die auch wirklich Einfluss auf die Spielwelt haben. Und auch die Story verändern. Sah ziemlich cool aus. Na, ich mache jetzt erstmal nur Microsoft. Ja, dann der Dauerbrenner, der immer verschoben wird. Ja, Crackdown 3. Der Trailer sah eigentlich interessant aus. Hat mich trotzdem nicht gecatcht. Ich weiß auch nicht. Bin davon nicht überzeugt. Ja, dann haben sie halt Battlefield 5 noch ein bisschen was gezeigt. Naja. Was haben die denn noch gezeigt? Die haben voll viele Sachen gezeigt. Auch voll viele Sachen angekündigt. Ich bin jetzt die ganze Zeit halt auf der Fester, weil da kamen halt ein paar richtige Knaller. Aber da gab es bei der Microsoft auch. Ey. Jetzt bin ich nur gerade wieder, wahrscheinlich, weil ich echt ein bisschen müde bin. Und schon so lange wach bin. Was war denn da noch? Ja, Halo Infinite haben die angekündigt. Da haben sie aber nicht viel drüber erzählt, sondern einfach nur so ein Trailer, ja, und it's done. Wurde dann halt herausgefunden, ja, man spielt wohl wieder den Master Chief, ja. Also ich will jetzt, kann natürlich auch sein, dass das gerade falsch ist, was ich erzähle. Ich erzähle es jetzt nur so, wie ich das mitbekommen habe und eventuell von GameStar gehört habe. Kann natürlich alles Blödsinn sein, was ich erzähle. Was aber auf jeden Fall am Ende kam und das absolute Highlight war, war Cyberpunk 2077, ne? Das kennen halt viele von CD Projekt Red, ne? Die Witcher 3 Macher. Kennen das halt viele. Und da bin ich echt gespannt, ja? Also der Trailer hat mich echt noch neugieriger gemacht, was das jetzt ist. Muss man echt mal gucken, weil. Naja, es sah bunt aus. Ne? Für einen Cyberpunk sah das echt ziemlich, naja, lebensfroh aus, kann man sagen, ja. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber ich bin echt gespannt und will sehen, wie das Spiel jetzt aussieht, ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt da auf der E3 anspielen kann. Bin ich mal gespannt. Wird man bestimmt bei der GameStar mehr erfahren. Ja, die Tische, die sind ja im Moment für den Arsch, ne? Hier unten wird natürlich fleißig gebaut. Vor allem als der Trailer kam, ich war das mit einem Kumpel, ne? Manche kennen ihn vielleicht von Battlefront, habe ich ein paar Mal mit dem gespielt. Mit dem Kato oder Kato. Halt der englisch sprechende Dude da.
dem habe ich das sozusagen zusammengeguckt. Und dann immer die ganze Zeit, wenn irgend so ein Trailer kam, so total gehypt, so, dann, das ist das und das, ne? Wir haben dann so geraten, ne? Und ich meinte so direkt, als ich gesehen habe, dass es gehackt wird, kam ja am Ende, ne? Mit so einer Hacking-Sequenz auch richtig geil aus. Ich direkt, das ist Watch Dogs 3, ne? Sieht 100% Watch Dogs 3, ja? Und der so, nee, nee. Und dann, ja, okay, doch, Watch Dogs 3. Und dann kam der Trailer mit dem Typ, der halt auch diesen Mantel anhatte, wo hochgesteckt war, ja? Und dann, okay, sieht auch wie Watch Dogs 1 ein bisschen aus, ja? Und dann kam aber CD Projekt Red und wir beide gleichzeitig, Cyberpunk 2077, ey, das war echt ein cooler Moment, ne? Und wir beide so, nee, nicht dein Ernst, ne? Geil, so, ne? Also, das war schon echt krass. Also, es war echt nice. Aber da waren noch andere geile Spiele, aber ich komme gerade nicht drauf, ne? Ich bin halt bei dem Defester-Ding. Das sind halt zwei krasse Teile. Oder drei, kann man sagen. Eins hat mich überrascht. Okay, wir kommen einfach zu Defester, weil das war gerade, da habe ich noch die meisten Erinnerungen von, ne? Also, erstmal, hat ja bestimmt schon die meisten, die sich jetzt im Spiel auskennen, mitgekriegt, ne? Das neue Fallout 76. Ne, das kommt jetzt noch dieses Jahr, 14. November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, bin ich mal gespannt. Das ist ein Multiplayer, hat das, ja. Fallout wollte ich auch schon öfter überlegt, das mal aufzunehmen. Aber weil das ja Kappner aufgenommen hat, habe ich schon dann gedacht, okay, nimmst du nicht auf, dann lässt du ihr das, ja. Aber dass ja Multiplayer-Ding ist, mal gucken. Ich bin sehr skeptisch. Weil Fallout ist für mich ein Singleplayer-Game, ja, und Bag. Ich kann ein Bag bauen. Ein Bag. Warte, jetzt muss ich gerade mal gucken. Zieh an. Ein Bag. Wenn ich das richtig übersetze, ist das ein Sack. Egal, bauen wir irgendwann mal. Aber jetzt lassen wir hier erstmal die Leute hier arbeiten. Ne, auf jeden Fall, wo war ich? Ne, bei Fallout 76. Ja, das soll wohl, wenn ich das, ich, keine Ahnung, wie man das richtig interpretieren kann, ja. Also, Multiplayer-Game, dann irgendwas mit wohl keine NPCs oder kaum. Spielt ja auch vor den anderen Teilen. Lustig fand ich aber, das spielt vor allen anderen Fallout-Teilen, ja. Und da war übelst viel Grün, da waren Wälder und alles, ja. Richtig schöne Landschaften. Und dann guckt man in die anderen Fallout-Teile und dann sind die Landschaften total kaputt, ja. Wie man es eigentlich nur nach so einer nuklearen Katastrophe will. Der Plot kam dann aber, also der Twist kam dann später, ja. Und zwar haben die Atomraketen verteilt auf der Spielmap. Die Spieler, wenn die Codes finden, aktivieren können und dann sich gegenseitig mit richtigen Atomraketen abballern können. Und jetzt macht das natürlich auch Sinn, dass dann so schöne grüne Landschaften sind und dann aber in den Fallout-Teilen, die später sind, alles kaputt ist. Ja, vor allem, man soll ja auch aufbauen, man kann überall auf der Welt aufbauen, was ich richtig geil finde, ja. Aber ich stelle mir das halt so vor, weil ich kenne doch die Multiplayer-Wichser, ja. Wir alle kennen diese Multiplayer-Arschlöcher, ja, die sind eigentlich in jedem Spiel, die dann in einer Gruppe auftreten, ja, und nur darauf aus sind, alles zu zerstören, was die anderen gebaut haben und alles, die anderen nur im PvP kaputt zu machen und anderen. Das wird am Ende so sein, man spielt vielleicht mal Multiplayer, ja, und dann wird man in den PvE wechseln, wenn es überhaupt möglich ist, ja. Hauptsache keine anderen Spieler, vielleicht nur noch mit Freunden im Koop. Und dann ist man allein in einer komplett leeren Welt, ohne NPCs, ohne wirklichen Quest oder sowas. Das kann doch nicht funktionieren. Also ist doch klar, dass das irgendwie schief geht. Deswegen bin ich da sehr skeptisch. Aber es wird sich zeigen, ja. Wird sich zeigen, wir werden sehen. Ich bin skeptisch.
So, werden die Dinger jetzt befüllt oder produzieren wir immer noch nicht genug? Also Gas ist gesettet. Warum werden die anderen nicht voll? Ich meine, mit dem Wasser hat es doch auch geklappt, ne? Der ist noch nicht ganz voll, ist aber am Befüllen. Der ist leer. Gut, der ist voll. Der wird gerade befüllt. Wie sieht dein Stromtechnik aus? Ja, ist solide, ne? Solide. Gute Arbeit, gute Arbeit. So, hier kommt langsam die Form. Lassen wir hier erstmal fertig bauen. Das dauert natürlich hier alles noch, ne? Ja, ich gebe auf jeden Fall Fallout mal eine Chance, ja. Naja, was war noch? Was kurz angeteasert wurde, war Starfield. Ja, da gab es ja viele Gerüchte, dass es ähnlich wie ein Star Citizen sein soll, also wirklich großes Projekt. Es gab viel, was man gehört hat. Aber man hat ja nie irgendwie so gedacht, dass das irgendwie so real ist oder so. Ja, jetzt wurde es angeteasert. Wird aber noch ewig brauchen, bis es kommt. Und jetzt kommen wir schon noch zu dem größten Highlight, worauf wahrscheinlich die meisten gehofft und gewartet haben. Elder Scrolls 6 wurde angeteasert. Mit einem kurzen Bild, ja, von der Landschaft und dem Namen. Geil! Aber es wird nach Starfield kommen. Das heißt, ich schätze Starfield 2 Jahre. Das heißt, Elder Scrolls 6. 6 Jahre, schätze ich. 4, 6 Jahre. Die haben's. Na, hat die Games da zumindest so gesagt, ne, die haben es wahrscheinlich jetzt einfach rausgeknallt. Weil wahrscheinlich bei jedem Projekt, egal was war, die Leute haben halt immer gesagt, was mit Elder Scrolls 6? Was mit Elder Scrolls 6? Jetzt haben sie es angeteasert, damit die Leute die Klappe halten, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so läuft, also so lief. Dass es aber noch ewig dauert, bis es kommt. Ich fände es klasse. Also ich habe Skyrim zwar nie durchgespielt, habe ich nie geschafft, aber ich habe es so oft angefangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in dem Spiel habe, ja. Aber so oft angefangen, dann irgendwann wieder aufgehört, weil ich dann irgendwie keinen Bock mehr hatte. Dann aber irgendwann neu angefangen, weil dann hatte ich wieder Bock. Ist auch wieder so ein wiederkehrendes Spiel. Wie sieht es eigentlich CO2-mäßig aus? Nicht sehr gut. Also ich würde sagen, Ressourcen ist da, ne? Kann man sagen. Ja gut, wir haben jetzt natürlich noch keine Küche. Das muss alles noch gebaut werden. Ich bin dabei. Das will ich aber nicht mehr hier oben spontan integrieren. Ich will das hier drin integrieren, ja. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich werde natürlich hier noch nach links bauen. Ich habe überlegt, auch hier drum noch zu bauen. Weil ich meine, hier ist natürlich das Wärmeteil. Wenn ich jetzt hier drum auch noch was baue, ist das auch noch von der Wärme mit eingeschlossen. Während aber andererseits hier draußen, wenn das nämlich hier wirklich zu krass hier 3000 Grad drin wird, ja, kann hier draußen die Minusgrade das mit kühlen. Deswegen bin ich skeptisch. Hier kommt auf jeden Fall noch was dran. Ich habe überlegt, hier noch so einen Live-Hub dran zu setzen. Also wir haben jetzt 6 Räume, ja, wobei viele Pärchen sind. Das wird erstmal das maximale Hub sein. Also hier, das sind Wohnräume, ja. Ein bisschen doof, dass direkt der Kernreaktor daneben ist, aber gut, kurze Wege, ja. Also wenn hier der Ingenieur wohnt, zack, ist er direkt da zum Reparieren. Ich meine, das Ding wollen wir nicht explodieren sehen, ja. Und ich meine, ob du jetzt hier dein Wohnhaus hast oder hier,
wenn das Ding hochgeht und das ist ein Kernreaktor, dann ist das scheißegal, wo du hier auf der ganzen Map bist, ja? Ich würde sagen, dann ist es sogar scheißegal. Hallo? Ach ja, ich habe die Welt nicht generiert. Sorry. Oh nein, jetzt sag mir nicht, das Spiel ist abgestürzt. Bitte lade. Oh Gott sei Dank, ja. Ich würde sagen, dann ist es in dem Bereich scheißegal, ja. So, jetzt schnell wieder rein, bevor das Spiel abstürzt. Hat zum Glück funktioniert und nichts ist abgestürzt. Warum befüllen die nicht? Ja, komm, alle eitel. Ja, geht mal arbeiten, Leute. Geht mal arbeiten. Und wir müssen auch mehrere Airlocks bauen. Hätte ich nämlich fast vergessen. Hier ist extra noch keine Tür. Denn wir knallen hier natürlich auch einen Airlock rein. Warum wir hier einen Airlock bauen? Hier bauen wir übrigens dann noch eine Doppelwand, damit hier doch ein bisschen Safetyness ist. Optisch. Keine Funktion, eine optische Safetyness. Doppelwall, ja. Weil wir die anderen Wände einzeln einfach bauen, wird das eine Safetyness-Doppelwall, ja. Und knallen hier jetzt Aluminium-Teile rein. Airlocks, ja. Wie teuer ist so ein Teil? Expensive as fuck. Okay, geht, ne? Egal. Airlock ist Airlock. So, hier kommen natürlich Autotüren rein. Und keine Sorge, ich gehe noch auf die Kommentare ein. Weil ich jetzt so viel über die E3 laber, gehe ich auch noch später auf die Kommentare ein und die Folge wird was länger. Keine Sorge. Scheiß drauf, Aluminium-Autotüren. Shit. Was soll der Geiz, ja? Was soll der Geiz? Ja, ein bisschen enttäuschend. Ach ja, nochmal zu der EA. Enttäuschend. Ja, ich wurde ein bisschen gehypt. Weil das Command & Conquer Logo war da. Und dann habe ich erfahren, das ist ein scheiß Mobile Game, ja. Und dann habe ich gedacht, wollen die mich verarschen? Und dann ist genau, das kommt genau das, was ich mir vorstelle, was auch genau die GameStar gesagt hat, ja. Das Mobile Game wird jetzt so scheiße sein. Und dann wird irgend so ein bekloppter Affe von EA, der irgendwie die Entscheidung hat, aber keine Ahnung hat, wird sagen, okay, Command & Conquer, die Marke bringen wir nicht an die Personen ran. Wir machen kein Command & Conquer Game mehr. Dabei wollen alle Leute ein Strategiespiel für Command & Conquer haben. Also manchmal denke ich mir, dass die Leute, die das entscheiden, überhaupt keine Ahnung haben, ja. Die wollen heiraten. Ja, krass. Die sind ein bisschen flott, ne? Aber gut, sollen sie machen. Sollen sie machen. Hebt die Stimmung, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger luftdicht sind, wenn hier gar kein Boden ist, ja. Das weiß ich tatsächlich echt nicht. Aber ich schätze, dass das hier auch als normaler Boden zählt, denke ich schon. So, ich schätze, wir werden Polymerboden knallen, weil wir haben scheiß viel Polymer. Und ich würde sagen, das ist doch Polymer, ne? Na gut, so scheiß viel Polymer haben wir auch nicht. Wir machen hier Polymerboden hin. So, und was tun wir in die Mitte?
roten Teppich? Nee, wir kriegen ja keinen Stoff. Oder was haben wir? Clove? Kann sein, dass wir was haben, aber... Ja gut, das ist gleichgewichtig, ne, für einen Spaceship-Look. Ja komm, wir knallen den dann hier in die Mitte. Ja, mit dem Boden müssen wir natürlich aufpassen. Wir können jetzt natürlich hier voll die Ressourcen verballern. So, erstmal, wie viele von den Dingern? Wir brauchten 8, ne? So, weil die alle zusammen verbunden sind, muss ich jetzt eigentlich ja nur so machen. Wobei, was cooler wäre, wäre, wenn ich den hier weglassen würde, so. Wenn jetzt nämlich zum Beispiel eine Strang ausfallen würde, wäre der andere noch aktiv. Ja, das wäre jetzt optisch besser. Wir bauen hier natürlich übelst symmetrisch, ja. Ich weiß, Dino, du bist kein Fan davon. Aber seid doch mal ehrlich, das sieht doch geil aus, oder? Ich meine, das könnte doch glatt auch ein Raumschiff sein, ja? Ich finde, das hat was. Also ich bin ja so ein kleiner symmetriefanatischer Typ, ja? Und am liebsten alles 100% symmetrisch. Ich meine, wir haben jetzt auch viel... unsymmetrisch geworden. Also, Dino musste zugeben, ja. Also, die andere Base war ziemlich unsymmetrisch, vor allem hier, ne. Na gut, wenn ich das Solarpanel-Ding mir angucke, das war wieder sehr symmetrisch. Ich versuche ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen, ja. Wenn ich hier dran gehe, versuche ich ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Obwohl mein Gewächshaus eigentlich übelst geil symmetrisch aussähe, weil ich habe hier schon übelst den Plan gehabt. Aber ich kann es natürlich auch gucken, dass ich es unsymmetrisch hinkriege. Ich hätte jetzt übrigens die Idee, jetzt hier dann so einen Bereich zu machen. Wobei, das könnte ich ja splitten. Weißt du, jetzt mache ich hier oben einen Bereich hin, wo diese ganzen Produktionsscheiße hinkommen. Wo dann hier oben auch extra Lager dafür hinkommen. Oder soll ich lieber nach unten? Okay, sagen wir, oben kommt dann halt hier so ein Nahrungsteil, das dann verbunden wird mit hier einem riesen Gewächshaus. Hier unten kommen dann Dings hin, wo wir dann hier verschiedene Lager hinbauen. Irgendwie, ja. Die müssen ja auch noch kommen. Mit den Ressourcen. Das ist ja alles hier nur provisorischer Drecksmüll hier. Das wird alles irgendwann komplett weggeruppt. Auch hier die Produktionsdinger. Ja, das ist ja eigentlich nur zum Rausfinden. Eigentlich müsste ich komplett neu anfangen. Mit sowas und dann sowas direkt bauen. Das Problem ist, ich will eigentlich jetzt nicht schon wieder von vorne anfangen, weil das ist eigentlich voll geil und wir haben schon eigentlich voll was erreicht und es läuft alles, ja. Vor allem, wie gut wir alles überstanden haben, das ist echt überraschend gut gelaufen. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam auf die Kommentare ein. Wie gesagt, genug von der E3 gelabert, ne? Das ist halt so, ne? Na gut. Im Moment läuft hier sowieso nicht. Das wird sich auch irgendwann alles hier perfektionieren. Ich überlege, hier auch einen Suit-Teil hinzustellen, wenn hier einer irgendwie in der Nähe ist. Wobei, wir könnten hier in der Mitte, wir könnten hier auch irgendwie bei denen hier irgendwie, die muss ja noch über das Deko rein, dann könnten wir hier so ein paar Suits hinmachen für Notfallprodukte.
Prozeduren. Hier so eventuell so CO2 oder Ventilatoren für Luft. Auch eine ziemlich gute Idee. Ich überlege gerade, ob das nicht besser aussieht, andersrum. Gut, die Zimmer wird ja auch individuell sein, ne? Also die werden alle anders aussehen. Egal, wir gehen jetzt erstmal auf die Kommentare ein. Jetzt hier. Ach, eins noch hier, dieses. Ach, egal. So. So, dann muss ich jetzt. Ich hab's jetzt anders gemacht. Ich hoffe, da sind jetzt alle Kommentare dabei, weil das waren jetzt drei Folgen, wo ich jetzt Kommentare nachholen muss. Also erstmal, also alle von Dinorm. Und hat Jugulias auch noch einen hinterlassen? Nee, ich glaube, den habe ich beim letzten Mal. Ich kann nicht weiter hochscrollen. Ja, RIP. Das heißt, ich muss gleich mal minimieren. Was soll der Geiz? Fangen wir erstmal unten an. Jo, sehr geil. Jetzt bau doch endlich mal ordentliche Zimmer und vor allem ein richtiges Esszimmer. Kann ja keiner mehr mit ansehen, dass die immer noch alle in der Lobby schlafen und draußen futtern. Und tu nicht so, als hättest du nicht genug Ressourcen. Ach super, kannst ja schon wieder mal von selbst. Ja, hier ist ja dran, das Esszimmer kommt ja als nächstes. Ich will jetzt aber nicht das Esszimmer als. Du hast ja schon mal gesagt, ne? Nicht so viele Baustellen. Ich will jetzt diese Baustelle erstmal abarbeiten. Wenn das steht, baue ich die Küche mit Esszimmer. Dann das Workteil, vielleicht auch direkt das Biom hier, also das Biom, ne, das hier. Und dann ziehen die erst um. Ja, die bauen sozusagen die Stadt fertig, ja. Die bauen hier direkt so die City fertig. Und wenn die fertig ist, ziehen die erst ein. Vorher nicht. Und das wissen die auch, ja. Und die denken sich auch so, yo, ich will jetzt hier drin wohnen, deswegen beeilen wir uns, das aufzubauen. So sieht es nämlich aus, ja. Die wollen endlich hier ihre eigenen Zimmer, die wollen endlich Sex haben, ohne dass die anderen zugucken, mithören und dabei auch noch sich so einwecken, ne. Weißt du Bescheid? Okay, nächster Kommentar. Boah, ich kann. Ich minimiere jetzt. Also. Viele, viele Folgen. Ich glaube zu meckern, dass du richtig. Ich glaube zu merken, dass du wieder richtig Spaß am Spiel hast. Ja, das. Ja, was heißt richtig Spaß? RimWorld ist halt immer so ein Spiel, was halt catcht, wenn irgendwas Neues ist. Ich meine, bei dem anderen RimWorld, das war halt so ein. Ich meine, das läuft, es fängt an. Aber irgendwann, da fehlt halt, das habe ich aber auch schon öfter gesagt. Irgendwann fehlt halt das, was RimWorld halt für mich auch ausmacht, ist das halt immer wieder anfangen, neu anfangen, wieder alles auszubauen und dann hat man ja irgendwann alles, ja. Und dann ist wieder doof. Aber das hier mit dem Mod, das ist ein komplett neues Spielerlebnis. Das ist wie ein komplett neues Spiel. Man merkt es natürlich, dass man dann wieder voll mit Elan dabei ist. Ich selber muss mich zügeln, dass ich wirklich nur eine Folge pro Tag aufnehme, damit ich auf die Kommentare eingehen kann. Der Vorteil ist, weil ich jetzt einmal minimiert habe, sehe ich das Ding. Ich muss gleich aber nochmal minimieren, um wieder zu sehen, wie lange ich jetzt aufnehme. Wobei ich beende einfach dann irgendwann die Folge, weil wir sind zeitlich sowieso drüber. Ja, schön, dass ihr euch prügelt. Weißt du, das war so schön, nicht einmal geprügelt und jetzt bringt ihr euch hier gegenseitig um. Beschädigt am besten noch die Anzüge. Damit wir alle was davon haben, ja. Hier muss übrigens noch ein Boden rein. So, hier ist wieder so ein Arbeitsboden. Ich bin mal überlegen, einfach hier wieder Beton rein zu klatschen. Aber jetzt sind wir einmal bei diesem Raumschiff-Look. Ne, komm, wir ballern hier, weil das ein Dingsraum ist, bauen wir halt Dings rein, ne? Genau wie hier. Ich will hier keinen Sandboden sehen. Deswegen bauen wir auch hier rein. Das kostet natürlich Stahl, ja? Ich meine, über Ressourcen müssen wir uns keine Sorgen machen.
Wenn wir Ressourcensprobleme haben, schicken wir ein Schiff los, ja? Dann ballern wir ein Schiff los und die ballern uns, kleistern uns zu. Stahl wird uns als erstes wieder ausgehen, das steht schon mal fest. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir können aber mal gucken, wann kommt das nächste Schiff? 8 Tage. 2 sind und zurück. Aber wenn die zurück sind, können wir direkt die nächsten losballern. Das wird für immer hier bleiben. Die beiden werden befüllt. Guck mal, der kann auch bald wegballern. Ja, dann ist der auch schon mal wieder weg. Ich überlege gerade, kriegen die alle ein Gemeinschaftsbad oder kriegen die ihre eigenen Toiletten und sowas? Darüber habe ich nämlich gar nicht nachgedacht, als ich die Räume gestaltet habe. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt hier noch so ein kleines Räumchen dran setzen, mit einer offenen Tür dann halt, damit das als Raum zählt, wo da eine Toilette drin ist. Warte, wertet das den Raum auf? Nicht so wirklich. Geh mal arbeiten. Okay, was ich hier auf jeden Fall bei allen Räumen vergessen habe, sind die Ventilatoren, ja. Hier bringen wir sogar schon ein bisschen unsymmetrisches Zeug rein. Wobei das jetzt übelst scheiße aussieht. Just saying, ne? Ich weiß aber tatsächlich eh nicht, ob das reicht. Weil wir müssen hier natürlich für Sauerstoff sorgen. Auch mit Abluft und sowas. Machen wir es doch symmetrisch. Weil ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier in jedem so ein Teil so ein Outlet zu bauen. Vorteil ist, ich muss nicht mehr... Heater muss ich ja sowieso nicht bauen. Eine Kälteanlage eventuell. Nee, ich glaube, wir sind mit den Ventilatoren doch gut dabei. Jetzt überlege ich, wenn wir ja hier... Brauchen wir das? Also wenn ich jetzt hier ein Badezimmer für alle baue, ich könnte natürlich jetzt hier so einen Raum machen, wo ich dann eventuell eine Dusche reinkriege. Naja, aber ich will hier keinen Raum. Ich wollte das eigentlich so lassen. Wenn ich jetzt hier überall so einen Teil mache, dann muss ich das alles mit so einem Abwassersystem verbinden. Was geht? Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einfach durch die Wände ziehen wir ein komplettes Abwassersystem durch, ja. Gehen dann hier so zack und knallen das dann hier unten irgendwo raus. Geht. Kann man machen. Oder ob ich dann lieber hier ein großes Badezimmer baue, wo dann alle reinkommen. So hier. Boah, das gefällt mir eigentlich sogar jetzt noch besser. Ich baue hier so einen Duschraum, wo dann hier mehrere Duschen auf einmal sind. Dann hier daneben eine Toilette mit mehreren Toiletten. Dann hier 2 Waschbecken. Ich glaube, so mache ich das. Es kriegt nicht jeder sein eigenes Bad, ja? Sondern es gibt ein großes Badezimmer für alle. Genau wie es einen großen Sportraum für alle gibt. Was heißt Sportraum? Fitnessraum. Ja, da kommen dann hier die Dinger rein. Das wird dann aber auch der Unterhaltungsraum. Also da kommen dann... ein Fernseher rein und wenn man die hier bauen kann. Ne, also diese ganzen Dinger. Das Care-Modul, glaube ich, ist das. Ne, Entertainment-Modul. Entertainment-Modul. Ja, unsere Basis fokussiert halt so Community, ja, so. Hier hat keiner sein eigenes Paradies, ja, das ist alles eins. Eine Gemeinschaft, die leben zusammen, die duschen zusammen, die essen zusammen, die machen Sport zusammen, die entertainen sich zusammen. Gibt's keine Einzelgänger hier. So. Und manche schlafen auch zusammen, ja, also von daher.
Boah, ich habe gerade übelst die Idee. Ich baue schon mal. Hier wird ja Dach, ja? Ich meine, das können wir ja eigentlich schon mal machen, ne? Das ist natürlich hier alles überdacht. Ist ja logisch. So. Ich habe diese Pläne im Kopf, ja. Wie? Bin ich hier ein bisschen skeptisch, soll ich die Mitte zumachen? Ach komm, was soll der Geiz? Können wir eventuell dann immer noch wegreißen? So, die Schlafzimmer kriegen die Dinger wahrscheinlich auch. So, weiter mit den Kommentaren. Ich darf die Folge natürlich nicht zu lang ziehen, weil ich sehe die Minuten gerade nicht. Ich denke, wir sind jetzt so bei 45, kann das sein? Weiß ich nicht. Jo, sieht sehr geil aus. Die Anordnung der Wohnquartiere. Die Anordnung der Wohnquartiere. Ich will übrigens Holzboden in meinem Schlafzimmer. Okay, die Norm. Jetzt stellst du mich vor einer harten Aufgabe. Denn jetzt muss ich für dich extra ein Gewächshaus bauen, wo wir Holz anbauen. Nur damit du Holz hast. Ja, das war dein Ziel, ja? Das war genau dein Ziel, ja? Ich weiß, ne? Ich sehe das schon. Kriegst du. Aber nicht direkt. Wie gesagt. Bevor hier Leute einziehen, will ich, dass das Ding steht und auch voll funktionstüchtig ist. Das heißt, eine Sauerstoffproduktion, die läuft, eine CO2-Produktion für die Pflanzen, die läuft, eine Wasserproduktion, die läuft, ein Abwassersystem, was läuft, die Produktionsstätten, die fertig sind und natürlich die Energie, die da ist. So, das. Die ziehen hier nicht in ein halbfertiges Ding ein, die ziehen in ein fertiges Ding ein. Das ist der Plan. Natürlich würde ich mich drüber streiten, wenn jetzt du, Nugulias oder egal, sonst wer sagen würde, okay, nee, unbedingt vorher einziehen, dann in ein halbfertiges Ding. Lass ich mich breitschlagen, ja, aber mein Plan ist es, wenn ihr nichts dagegen habt, erst fertig machen, dann bewohnen. Erst einziehen, ja? Denn ich denke, das wäre auch realistisch. Okay, jetzt nicht so. Jetzt, ne, realistisch wäre jetzt eigentlich, dass wir Roboter vorschicken. Die bauen die Base fertig. Und wenn die fertig ist, dann kommen erst die Bewohner und ziehen ein. Und jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Wir haben jetzt nicht die Robots, aber ich will halt, dass das hier fertig ist, bevor die dann einziehen und dann geht's los. Ja, dann beginnt das Leben auf dem Mars, ja. Dann bauen wir unsere Kolonie groß. Dann würden Erweiterungsmodule dran gemacht. Theoretisch kann man ja hier immer noch weiter erweitern. Wenn das mit dem Wärmeteil funktioniert, bauen wir noch Wohnquartiere dran, bis wir dann irgendwann mehr Leute haben als auf der Erde, ja? Beziehungsweise auf dem Planeten, wo wir RimWorld gespielt haben. Ich überlege gerade auch, ob wir hier wie mit den Straßen auch durchbauen sollen. Jetzt geht natürlich die Aluminiumfliese ein bisschen fliegen. Wobei das eigentlich nur den Effekt verstärkt, finde ich, die Aluminiumfliese. Ich überlege gerade in einer. Ich probiere es einfach mal aus. Hier. Ich probiere es mal aus. Mal gucken, wie es aussieht. So, jetzt gehen wir mal auf den Rest der Kommentare ein. Da fällt mir auf, du musst ja noch Namen vergeben. Ich bin ja diesmal passend zum Setting. Für
Für berühmte Wissenschaftler, Nachnamen reichen, Einstein, Heisenberg, Curie, Lash. Ist ja lustig, dass du den Hash mit solchen Leuten dann erwähnst, die dann so wirklich krass sind. Weil, ich weiß nicht, der Harald Lesch, der hat ja mit dem Gassner, glaube ich, zusammen eine Doktorarbeit gehabt über Urknalltheorie, glaube ich. Aber dass du den in einer Stelle hier mit Einstein und so setzt, das ist schon krass, aber gut. Den Curry, den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Na, jetzt könnt ihr mich steinigen dafür, ich kenne nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Ich sag einfach, der Jackson. Earth macht Workout! Earth macht Workout! Es funktioniert! Wie lange machten die das? Was ist denn Male Function? Okay. Dann nennen wir mal um. Es ist ja jetzt egal, ob männlich oder weiblich, ja. Also Earth ist ja mit Jugulas zusammen, ja. Jugulas ist jetzt mit Einstein zusammen. Boah, wird so Stephen Hawking geschrieben? Keine Ahnung. Also Rechtschreibfehler, ne? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, verbessere ich dann beim nächsten Mal. Ich schreibe jetzt einfach die Namen. Kann sein, dass ich jetzt falsch schreibe. Wie gesagt, ich bin jetzt schon Ewigkeiten wach, ja? Das muss ich nur mal dazu sagen. So. Oh, wie heißt der nochmal, der Yuku, nee, der auch immer bei den N24-Dings ist, der auch voll der Star Trek-Fan ist. Wie so ein. Der sieht so asiatisch aus, hat so weiße Haare. Dr. Kishimkatsu. Ich google das jetzt. Nee, ich google das nicht. Könnt ihr mir ja sagen, ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Der hat doch eine eigene Reihe auf N24 gehabt, wo er irgendwie so Sci-Fi-Dinger gemacht hat, wo er versucht hat, mit den physikalischen Sachen dann so Sachen auf so Film, so einen Warp-Antrieb, einen Anzug oder ein Lichtschwert und sowas zu machen, wie das vielleicht realistisch möglich ist. Jetzt, wenn es hell ist, sieht man es besser, aber man sieht einen Unterschied. Ich glaube, der ist irgendwie Michikatsu. Den könnt ihr mir gerne schreiben, dann nenne ich den dann in der nächsten Folge um. Ansonsten muss ich in der nächsten Folge selber dran denken. Ansonsten nennen wir den hier einfach mal. Ist jetzt Tesla. Ja, Tesla X kennen wir ja, ne? Also den würde ich gern so nennen, Michikatsu oder sowas, aber keine Ahnung, Doktor, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Hawkins so geschrieben wird, oder wird er Hawkins? Ich könnte auch Hawkeye schreiben. Okay, so gut, nächster Kommentar. Och Menno, lass doch einfach mal, lass mich doch einfach mal rumstehen. Niemals! Hast genug gestanden, würde ich sagen. So, Ressourcenregen. Oh ja. Oh ja. So, können wir launchen eigentlich? So, weg mit dem hier. So, mal gucken, ob der wie viel Schaden er macht. Auf jeden Fall kappt er hier die Leitung. Beim nächsten Mal wissen wir Bescheid, kappen wir die selber, ja. Jetzt kommt noch ein Dust Storm. Warum kappen wir die eigentlich nicht selber, die Leitung? Das wäre ja eigentlich nur realistisch, ne? Warte, wir bauen jetzt hier erstmal noch eine Copy. Passt nicht. Wieso? Die sollst du nicht reparieren, die sollst du demontieren. So, während ich hier demontiere, der letzte. Ach nee, das war schon der letzte Kommentar. Hallo? Guck mal, Dinom ist doch schnell. Jetzt machen wir hier mal den Müll weg. So, komm, noch zwei und dann würde ich sagen, ist die Folge auch so gut wie vorbei.
Hey, Hawken. Ein huge Dust Storm. Die sollen hier alles wegruppen. Tesla wegruppen. Oh, das ist ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden der jetzt so bei den Leuten anrichtet. Hier ist noch ein anderer Dust Devil. Okay. Geht eigentlich, ne? Ich finde, dieser Kontrast hat ein bisschen was, finde ich okay. So, das Gerüst steht langsam, ne? Wieso bauen wir, wieso kam eigentlich in den Kommentaren nicht, wir hätten hier eine Lagerplatz, Baustellenlagerplatz machen können. Gut, ist wahrscheinlich dir genau gerade auch in dem Moment, wo es mir gerade eingefallen ist, aufgefallen. Oder du hast es jetzt gerade schon längst in die Kommentare geschrieben. Und wirst jetzt schreiben, ah, das ist ja selber gemerkt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie ein Close bauen. Das heißt, wir brauchen noch so einen Taylor-Tisch. Aber gut, das war's jetzt für die Folge. Die war lang genug, denke ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!